Boah, Leute, es ist doch noch möglich gewesen. Ich bin gerade ein bisschen außer Atem, weil ich doch gesprintet bin, um jetzt hier endlich alles auch zum Laufen zu bringen. Ich habe mich echt beeilt. Ich habe noch nicht gesehen, was jetzt released worden ist. Ich bin auch spät dran. Wir haben jetzt schon Nachmittag an dem Samstag, am 25.05., wo das Jubiläum stattfindet. Deswegen, happy Jubiläum, schönes 6. Anniversary wünschen wir Dear Legends, und ich wünsche euch natürlich viel Glück da draußen für was auch immer wir es haben, weil Stand jetzt habe ich noch gar nichts gesehen. Ich hatte für mich selber eine Social-Media-Verbotszone hier eingerichtet und das Handy einfach gar nicht angerührt. Sicher ist sicher, auch die ganzen Nachrichten, die reintrudeln. Man weiß ja nie, was man hier alles so zu Gesicht bekommt. Deswegen, es kann ein etwas längeres Video werden gegebenenfalls, weil gestern hat man schon gesehen, 50 Minuten, Pi mal Daumen, geht das Video, das Reels und Stuff, deswegen schaue ich da mal rein, mal gucken, was alles so geht, dieses Jubiläum, und was wir so für neue Charaktere bekommen, das erfahren wir natürlich auch. Deswegen mache ich mich einmal mal ready und versuche, das hier schon zu öffnen, so gut es geht, ohne wirklich zu gucken, ohne wirklich irgendwas zu sehen. Nein, bitte nicht. Oh mein Gott, es ging schon los. Ihr habt es schon gehört. 50:43, alles klar. Es wird wahrscheinlich ein One-Take hier werden, von daher einmal durchatmen. Und einmal wechseln auf den Monitor. Ich hoffe, von der Lautstärke, das passt soweit. Legen wir los. Oh, platzt mir schon das Trommelfeld fast weg. Hello everyone. I'm Toshi. Oh, Toshi, neue Freeze. Fresh. Nice, junge Mann. And of course, joining me is Hello everyone. I'm Yuka. Yuka, welcome back. Thanks for watching. Today's show is a special one because we'll be telling you all about the 6th anniversary of Dragon Ball. 6th anniversary. You may have seen the Sekunde, ich muss meine Brille putzen. To today, and now finally the start of the 6th anniversary campaign is just a few hours away. That is right. 6 years ago. Ich sehe nichts und ihr seht auch nichts. Untertitel. Dankeschön. Thank you so much for playing Dragon Ball Legends. You're welcome, Toshi. You're welcome. Make sure you can keep on having fun with Legends. War trocken bisher, aber Fun hatten wir bestimmt. Wie sieht's bei euch aus? Ich hatte erst kaum was gemacht. Habt ihr ja gesehen in Videos. So make sure to watch until the very end. Yes. And as much as we would like to jump right into telling you about the 6th anniversary, first, I would like to remind you all about the viewership campaign for this show. Yeah. We already announced it on our social media. Ich habe schon 100.000 Crystals gelesen. Was ist hier los? 500. Alles klar. 100.000 wahrscheinlich. A total of 100.000 views worldwide. Then all players will get a gift of 500 Chrono Crystals. 500. So, if you're watching now, make sure to besser als gar nichts. And help us celebrate our 6th anniversary on the world. With that, let's get talking about the 6th anniversary. Lass uns mal anfangen, das 6. Jubiläum zu sprechen. Was haben wir als erstes? Login-Bonus. Okay. Was sehe ich da für Charaktere? First, you can get 10 Sparking Guaranteed Summon Tickets a day for 10 days. Aber die sind so alt. Warum sind das so alte Charaktere? On top of those 100 Sparking Guaranteed Summon Tickets, you'll be able to get 200 Standard Summon Tickets as well. The lineup contains okay. Characters up through also die Zenkais, die Cyborgs, sehe ich da sich einen Zenkai drin, eventuell. Weil es sind die einzigen, welche keinen Zenkai haben, von den Charakteren, die wir hier sehen. Und Beast Gohan. One Legends Limited, the campaign that rewards one Legends Limited guaranteed summon ticket okay. For every 10 days you log in. During the campaign period, you'll be able to get up to 4 of these tickets. Eine ganz einfache Nummer, loggt euch einfach jeden Tag ein und nehmt mit, was ihr mitnehmen könnt. Ganz einfache Geschichte. The first lineup will feature Legends Limited characters up to the Super Saiyan 4 Gogeta released for the 3rd anniversary. Okay. The second will be up to Android 17 and alle Charaktere bis zu den Androids und dann bis zu Beast Gohan. Son Gohan, Beast. Son Gohan, aber der blaue. Ah. There are also tons of great items useful for powering up your characters that can be earned just by logging in. Ich habe extra noch meine ganzen Ressourcen aufgehoben für Sparking Charaktere, also Siegkräfte und so weiter. Anniversary Challenge. Was für eine Challenge. Login campaign with a chance to get amazing items once every 3 days is back this year as well. There is a 3-day cycle involved. Okay. With Chrono Crystals and Multi Z Power 100 among the many prizes for the first and second days. And the third day will have Legends Limited exclusive Multi Z Power 100
Chroma Crystals, or a special item pack up for grabs. Hmm. You get a chance at an amazing item just by logging in. So even on days. Ja, das Einfachste, was sie machen können, einfach reingehen in das Game jeden Tag, mitnehmen, was geht und glücklich sein. Collect 6th Anniversary Medals and get items. You can earn 6th Anniversary Medals by Ausrüstung? Das wäre natürlich geil, Charlotte neue Sachen zu bekommen für den Charakter und dass der noch irgendwas bekommt im Jubiläum. Immer Dreams, dass das passiert. Oder die Fusion zwischen seinem Bruder und ihm. Dass der Charakter endlich mal spielbar ist. Keine Ahnung, wie der mal heißt, aber... Special Missions? We prepared special missions for you, where you can earn up to 4,000 Chrono Crystals. 4,000! The 6th anniversary medals we mentioned earlier. Okay. These medals will be available as various events are added throughout the anniversary period. Na okay, ist übers gesamte Jubiläum verteilt. 4,000 Crystals, 4 Multis. Reiner, ein Durchlauf, würde ich mal sagen. We're holding a 100 time summon. Alter, die Bildqualität ist so bad. Was ist da passiert? You need to collect 100 tickets to play this summon, right? Yep. Missions where you can get the tickets will be added at certain times. So, okay. You can accumulate them bit ja. by bit. Kommt mir auch bekannt vor, hatten wir auch schon mal, glaube ich. Jetzt nichts Neues, aber Legends Limited guaranteed. And here's the lineup. Also, this free 100-time summon also ich denke mal hier dieser Trunks, der Gohan, die könnten strong werden. Die könnten strong werden, wenn es zu einem Zenkai kommt. Ja, weiß ich nicht. Auch alle noch Zenkai frei. Alter, was ist mit der Qualität los? Premium wahrscheinlich. And will be available until the end of the anniversary. Feel free to gather tickets at your own pace. Okay. And next, we have our first time. Was brandneues? Das gab's da noch nicht. Line them up, anniversary food tour. In this new event, complete goals and unlock panels to get bingos. Each panel has a corresponding goal, and clearing it will unlock the panel and give you a reward. One sheet has a 3x3 panel layout, and you'll get rewards for each panel. Every bingo and for completing the sheet. Is there only one? Lol, was? Wir haben einfach ein Bingo? There are multiple. Okay. After a complete one, you'll get another. So keep on playing and try to complete them all. Alter, trinken wichtig. Wenn es warm wird oder gegen Sommer hin, trinken wichtig. Hydration. Hydration in the nation. There are some goals that require certain plays, so be sure to make a conscious effort in taking them on. I'm taking them on. Here's a brand new event. Mon Monday Marvelous Legends. Was? Every Monday in Japan time, throughout the Marvelous anniversary period. Gab's doch auch, oder? Sowas ähnliches. Verdammt nochmal, Mikrofon bleibt in der Position. Oh ja? We'll leave everyone to wonder what good things will be in store every Monday. Was für gute Dinge denn? We have this. Wir hatten immer dienstags die Medaille gehabt. Ultra Thanks Duel. We're holding a special PvP rating match season. Ganz ehrlich, das Logo hier, rot und blau, wie die Gods, First Base Form Gott, dann Super Saiyan Gott, doch kein Vegeto, I don't know, könnte auch Zamasu sein und ich habe keine Ahnung. Okay. Also generell, was jetzt kommt, ich habe keine Ahnung. Ich schwöre es, bei allem, was mir heilig ist, bei all den CC, die ich habe, Treasure Battle, alles klar? Ich habe keine Ahnung, was kommt. Es waren Vermutungen aufgrund der Bewegung von diesen Videos, die noch vorher kamen, dass es auch die Gods sind, also hier Son Goku aus dem Film Battle of Gods zum Beispiel. I don't know. Ich vermute mal, es ist immer noch Vegeto. Aufgrund der Bilder, die wir vorbekommen haben, muss es Vegeto sein. Ich meine, was hat das World Tournament mit Goku zu tun? First up, what? The goal is to gather the Dragon Balls through natürlich, Shenlong. To summon Shenron and have your wish. Habe ich noch ein Video auf dem Kanal? Guckt es euch an. Müsste immer noch aktuell sein, wie das funktioniert. Checkt es mal aus. Ja, der Titel wäre schon wichtig.
Get tickets Pan ist wieder for free. And exchange them for one of these sparking characters Z-Power. Pan ist schon das Interessanteste von dem, was wir hier sehen. The anniversary version of Legends Ranking is also back. The medals and chrono crystals you can get will be doubled and slot unlock souls will be tripled. So, double, triple. Aim for the top ranks. Ulala. Geil, wichtig und richtig. Habe ich extra noch welche aufgehoben, die ich noch nicht verbessert habe, die Equipments, damit dieses Bonanza irgendwann mal kommt und dann ich davon profitieren kann. Deswegen hier, geht da rein. Kommt aber noch. Ihr seht unten rechts auch, wann das startet, bis wann das geht. 5.6. bis 17.6. Hoypoy Medals, okay. Es wird nicht alles auf einmal released, deswegen müsst ihr aufpassen. 5.6. bis 17.6. ist das jetzt hier zum Beispiel auch. Es wird nicht auf einen Schlag rausgehauen. Exchange Period, okay. Ja. Es ist auch etwas, was wir jedes Jahr haben. I will be in charge of the lottery again this year. Hatte ich letztes Jahr nicht so viel Glück gehabt, davor allerdings unverschämt. Ja. Ich bin echt gespannt, wie viele kommen werden. Neue Charaktere, ja, hau mal raus, hau doch raus. Ich weiß, dauert noch lange. Wir haben 10 Minuten von 50, hau mal rein. Was? Jetzt schon? Okay, hau raus, zeig. Gib jetzt, gib. We've got a special trailer prepared. Oh mein Gott. Take a look. Bin dabei, mein Freund. Einfach mit Spiegelung am Boden. 6. Anniversary. Geil. Was nächstes Jahr los sein wird, I don't... Oh, Kaioshin! Free to play oder was? East Supreme Kaioshin. Oh. Gegen Schlagen auf Deckungswechsel. Nice Animation bisher. Ein Kachin-Würfel. Ey, das ist Majin Buu, sag. Kannst mir erzählen, was du willst. Der Kaioshin des Westens hier von uns. Oder West East, I don't know. Es ist auf jeden Fall der Kleine. Fang den Ohrring, Vegeta. Ja, Goku, Kaioken. Kaioken-Pose. Gegen Vegeta damals. Saiyajin-Saga. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit der Musik ist. Jetzt hier. Ja, natürlich Vegeta. Ich bin mal ein bisschen vorsichtig. Ich will nicht unbedingt hier copyright-technisch hier irgendwas abbekommen. Im besten Falle. Ja, Gallic Gun und... Alter. Come on. Spin. The two eternal rivals. Oh mein Gott. Arrive for the 6th anniversary. Yes, ist es Vidokan? Ist es der Strength Character? Hier Goku Vegeta into Vegeto? Oh mein Gott. Ja, Legends Limited Vegeta und Goku. Aber was heißt das? Ja, Musik, Freunde. Musik, ihr wisst Bescheid. Bitte verurteilt mich nicht. Danke, hallo. Oh, ja, es ist einfach genau derselbe Charakter wie in Dokkan. Instant Transmission. Destructure Disc. Und, was? Komm schon. Ja? Mujumu, was? Was zeigen die uns hier? Was ist das da unten? Was? No way! Aktive Fusion! Nein! Fusion das Super Vegeta, Alter, was? No! New Ability, R, Defeat, Nullification, was? Was für ein broken Character ist das? Alter, ich bin am Zittern. Wie geil, aktiv fusionieren, ohne die Hauptfähigkeit nutzen zu müssen? Habe ich es richtig gesehen? Und jetzt wie aus Kakarot. Genau wie aus Kakarot. Nicht Big Bang, sondern Final Kamehameha. Nachdem er den in Blitzform nach oben verfolgt hat.
Geil, Mann, was? Oh mein Gott. Und es geht noch so lange. 13 Minuten 40 in da drinne und 43 geht es. Holy shit. Oh, ja, Kaioshin des Ostens, mein Fehler, pardon. Das erste Mal tatsächlich. Oh mein Gott. Woohoo! Oh man, geil! Fusionierte Kämpfer, wieder on point. Tag Team, was? The abilities are, of course, just as impressive as you'd expect. Yeah. We'll talk more about that later. We included a breakdance performance as a special part of the Ja, als ob es ein Fusionsdance wäre, natürlich. Es ist einfach ein Ohrring, Butara-Fusion. Aber gekauft. Ich bin drinne. Ich fühle es. Ich. Geil. Einfach nur ich Punkt. Geil. Ja. Ja, war cool. Ja, zeig mal die Fähigkeiten. Erstmal der Kaioshin. Ja, er heißt ja auch Shin. Er hat sich ja im Tournament so vorgestellt. New Fighter on Legends. Gegen Schlagergriff, Deckungswechsel. Ja. Seine blaue oder seine grüne? Seine blaue, okay. Yes. No doubt. Du sagst das, mein Freund. Ja, das ist die grüne. Wenn es gut läuft, ignoriert der Deckungswechsel. Not gonna lie. Wäre Beste, was er bekommen kann. Und jetzt hier seine Ulti. Ein Kachin-Block. Ich meine, so heißt das Teil, das Material. Einfach in die Fresse. Ja. Rot Support aber, okay. Applies the following effects to allies when this character is switched to standby. Oh. Gain one Dragon Ball, activate twice. Gegen Majin. Okay, es ist Majin Buu Saga Supporter, was die Z-Ability angeht. Und wenn er ausgewechselt wird. Okay. We will go in depth later, but the yeah, Supreme Kai okay. has many abilities that draw arts cards, letting you swap to ally attackers with plenty of cards and key to work with. Also supporter. Next, let's talk about Shin's defensive capabilities. Knocks enemy back, range, strike attacks, ja. Ihr könnt die blaue dranhängen. Wenn changing cover, er heilt sich. Er bufft seine blaue, zerstört zwei Karten. Inflicts all enemies with attribute. Okay, Card-Draw-Speed des Gegners wird verringert und kein Switching für drei Zeiteinheiten. Aber wobei, halt, stopp. Das Nicht-Auswechseln für bestimmte Zeiteinheiten, das kann auch reduziert werden von manchen Charakteren. Deswegen da vorsichtig. Oh, what? Das ist strong. Und dann setze ich das Ganze wieder zurück, wenn er ausgewechselt wird. Für 5? Okay, das untere habe ich jetzt gar nicht mitgelesen. habe ich gepasst. Gepennt. Alter, was? To next quick attack damage inflicted. Seit wann gibt's das denn? Quick attack damage gebufft um 100%? Alter, was soll das? Okay. Was Neues? Ich will mich nicht beschweren. Blast Arts Card. Auch voll das simple Artwork, ne? Wie er einfach uns angrinst. Ich bin schon ein bisschen eingeschüchtert. Wenn euch ein Gott so angrinst. Er sei das Pendant zu Beerus, der was erschafft und nicht zerstört. Und wenn er down geht, dann ist natürlich auch Beerus down. Aber hier. Deswegen bin ich auch geflasht, warum der sich so in die Gefahr gebracht hat eigentlich, ne? In der Serie. Aber er ist echt. Ja, komm her, komm! Hol. Alter, hol die großen Waffen raus!
Big, das ist echt big. Gegen Fernangriff, Deckungswechsel, Vegeta. Dann, oh mein Gott, alles klar, Musik, ich verzichte, danke. Es ist ein Fernangriff-Musik, ist wieder ein gefundenes Fressen für C17. Ich frag mich, was das für eine Farbe sein wird. Time Stop, er hat ein Schild, okay. Da kommt Switch, er feiert ab, ja. Auch, jawohl, wichtig. Einfach mal, Fernangriffspanzerung ist wirklich sowas von relevant. Und die Structure Decks, auch etwas, was wichtig ist zu wissen halt, ne? Blaue Karten, Fernangriffsattacken. Und das hatten wir noch nie gehabt, das ist so geil. Einfach mal aktiv entscheiden, wann wir uns fusionieren und wann nicht. Mit einer neuen Mechanik. Ohne die Hauptfähigkeit zu nutzen, weil die switcht die Charaktere einfach aus. Ist die Frage auch, ich mach mal ein bisschen mal die Musik aus, wundert euch nicht. Aber das habe ich ja eben schon erläutert. Er kontert einfach mit Instant Transmission und feuert im Rücken. Eieieiei. Okay, jetzt kommt der LF. Alter, wie lang das auch geht hier, ne? Alter, wie viele Seiten wird es geben für Informationen, allein jetzt hier zusammengefasst. Die Szene aus Kakarot. Und jetzt anstatt Big Bang Attack einfach Final Kamehameha. Kauf ich. Ihr habt mich. Also, take my money. Ich hoffe nicht. Alter, er sieht auch aus wie frisch vom Friseur. Einfach vom... einfach ein neuer Haarschnitt. 9 Seiten, was? Oh mein Gott. Ja, Majin Buu Saga, Fusion Warrior, okay. Geil. Und er ist ein... Max Base Health. Lebensenergie-Buffer, 10%. Oh. Verteidigung pur, sag ich euch. Verteidigung pur. Schatz, Synchro-Gage. Synchro-Gage heißt das. Okay. Okay. Also immer wenn ihr raus und rein wechselt, also die Charaktere tauscht, in der Hauptfähigkeit, füllt sich das Ding slightly. Oh Mann. Stellt mal vor, ihr verkackt, weil ihr das nicht trefft. Einfach mal mit dem Daumen nicht auf den Bildschirm kommt. Guckt euch das an, wie das hier unten hockt an der Lebensenergieanzeige. Switch aus. Ey, slightly, ne? Das ist fast ein Viertel. Das ist fast ein Viertel gewesen. Ist nicht unbedingt slightly, meiner Meinung nach. Ja, hat geholfen, danke. Synchro-Leiste. Oh, das muss big werden. Das muss richtig big werden. Seite 3, komm. Reduce. Dragon Balls? Okay. Pre-Fusion Abilities. Ist schon mal not bad. Nullifies unfavorable element factors. Ich sehe noch... Okay, ihr müsst erstmal rein und raus switchen. Activate once hier. Was ist das hier mit den 80%, 70%? Vegeta und Goku, kriegt er das erst, wenn er geswitcht ist? Oder was ist auch die Key Recovery? Wo ist die Damage Reduction? Okay. Ihr könnt den aus der Schusslinie ziehen. Oh. Bis ihr noch nicht fusioniert seid, könnt jemand anderen opfern. Zum Beispiel den Kaioshin oder irgendwen anderen mit Endurance oder Revive. Das ist egal, wen. Es ist immer gleich.
Activate twice. Oh, für 5 Zeiteinheiten jeweils. Wichtig. Schönes Bild. Schönes Bild. Schönes Cover. Also, schönes. Schöne Art. Ah ja, scheiß drauf. Ihr wisst, was ich meine. Ja. Er sealed auch. Ist ja interessant. Ja. Restores Vanish Gauge bei 10%. Was? Jedes Mal, wenn eine Arts-Card gezogen wird, also egal welche Karte ihr zieht, Vanish Gauge füllt sich um 10%? Ridiculo. Ridiculo. Arts-Card. Soll ja alles sein. Ja, wie funktioniert's? Okay. Zack, ja. Wir setzen Rising Rush ein. Wir Schlagangriff. Der Gegner errät es dann, oder was? Ja? Konter? Wir sagen, F dich? Not a chance? Trotzdem geht der Rising Rush durch. Oh mein Gott. Wenn ihr mit, ihr wollt mit ihm den Rising Rush einsetzen, er geht auf jeden Fall durch. Es ist sowas von unverschämt. Die Meta wird... Oh mein, ich will gar nicht dran denken. Aber wie ist das jetzt mit Uigoku? Ist es jetzt, wenn Uigoku ja auch das errät oder Gleichstand ist, dann macht er es doch auf... Ist das doch ein Draw? I don't know. Hier ist einfach mal Event limitiert Android 18, ja, wo aus dem Nichts. Support. Oh, Leute, Sekunde, ich habe gar nicht festgestellt. Was für eine Farbe ist der Typ eigentlich? Hier unser Vegeto. Ich guck mal gerade hier ganz sneaky. Bla. Jetzt blau. Er ist blau. Freunde, blau. Neuer blauer Charakter. Blau-lila-Meter. Welcome back. Und jetzt hier, ja, Android C18. Ja, annehmen. Hä, wie? Zu Ende mit dem heutigen Content, was? Es ist auf jeden Fall viel. Es ist sehr, sehr viel. Und ich bin echt hyped. Es gibt viele Gratis-Beschwörungen. Es gibt einen neuen Free-to-Play-Charakter, den ihr euch farmen könnt. Neuer Charakter zum Summon. Aber wie lange das Video hier noch geht? Wir haben erstmal über die Hälfte geschafft. Kommt da noch wer? Kommt noch ein Majin Buu? Kommt da noch? Oder kommt er nicht? Ja, das ist ja nicht nur ein Banner, oder? Untouchable Ultimate Fusion. Ein Step-Up-Banner. Sparking Rates at 20% double the Z-Power. Es ist so unscharf, die Bilder auch hier. Und das ist jetzt kein Livestream oder so, ne? Oh mein Gott, ey, ich bin so am Sweaten vor Aufregung. Und dabei bin ich noch gar nicht am Summon. Ja, es kommen nochmal Reels und Stuff mit neuen Charakteren, neuem Zeugs und so weiter. Ja. Hast du noch was Finales? Ja. Wir finanzieren euch für seit 6 Jahren schon, also. Danke ist das Mindeste. East Supreme Kai. Und. Vegeta und Son Goku, einfach mal der Dokkan-Charakter, der letztens noch ein Easy A bekommen hat. Lul. Ja, kommt,
komm. Krass eigentlich, dass die jetzt Vegeto direkt rausgehauen haben, danach einen Free-to-Play-Charakter gezeigt haben, eine Summary und so weiter. Ey, nein. Ja! Breakdance! Da kommt noch was, als ob die das einfach so zeigen. Da kommt noch was, Double Banner. Ey! Oh mein Gott, Broly! Was? New Character for 6th Anniversary, Broly Fury, kennen wir. Die Gods, ist es was? I don't know, was ich zu sagen habe. Unfair, ich, Broly, einer meiner Lieblingscharaktere mit Bardock und die bringen den jetzt? Aber als Side-Character. Genki Dama imitate. Ja, komm, 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 zeig, zeig. Goku und Vegeta. Oh nein. The two eternal rivals again. Arrive again for the sixth anniversary. Es ist genau dieselben Worte. Hatten wir schon, hatten wir schon. Junge. Dün, dün. Komm. Yeah. Dün, dün. Junge, genau denselben Charakter hatten wir doch schon. Haben die einfach nur mal aufgefresht. Ich muss wegen der Musik, ihr wisst Bescheid. Was? Warum bringt ihr den nochmal? Es ist genau wie letztes Mal auch. Da hatten wir da auch aus dem Tournament of Power. Die haben auch was? Nein, gegen Bosco geht's? Nein! Fusion Dance! Och nein! Nein! Oh mein Gott, warum? Wenn du strikes, was? Eine Match. Blub, blub, hallo, hallo? Counters in the right. Was? Nullified? Ich hab gar nicht mitbekommen, was jetzt los ist. Oh, sieht das fresh aus. Ja, das Auge. Ja! I'll take you on again anytime. Oh mein Gott. Meine Sissy. Einfach kein Willen. Start today at 6 a.m. Ich bin schon weit drüber. Aber ich muss erstmal sehen, was los ist, ne? Scheiße. Komm her, Stuhl. Oh Mann. Einfach noch ein Movies-Team hinterhergehauen. Und warum bringen die keine Villains? Warum kein Buu? Es wäre so eine gute Gelegenheit gewesen, Majin Buu-Saga nochmal zu buffen. Aber klar. Die Mechanik, nicht nur Vegeto, sondern auch Gogeta. Oh mein Gott. Oh. Broly Zorn. Ja, zeig mal her den Schinken. Zeig her Broccoli. You fight on Legends again. Okay. Boom, boom. Brutal, der Typ. Auch wenn ich den Z-Broly lieber mag als den Super, hat der trotzdem etwas echt Bestialisches. Ja, ich muss mal ein bisschen, ich weiß nicht, wie es mit der Musik ist. Lol, wie wirft er das Teil denn? Yeah, Mann, weniger Worte. Er ist grün, ist genau dasselbe wie letztes Mal. Sag nicht, dass der andere Charakter einfach lila ist, also Goku und Vegeta. Das wäre genau dasselbe. Oh ja, yeah. Critical Rate sogar. Ich bin schon gerade in den Gedanken am Durchgehen, wie ich mit den Summons umgehen will.
Der wird wild. Entweder positiv oder negativ. Bleibt abzuwarten. Okay. Du buffst dich einfach, wenn der Gegner auswechselt. Typisch Broly. Also den Super Broly. Hatte der LF Broly ja auch. Der Legends Limited Broly mit seinem legendären Modus. Ja. Okay. Ja, für drei Zeiteinheiten macht er sich halt typneutral. Junge, der Typ ist brutal. Er ist sogar mit ein paar neuen Animationen versehen worden, wenn man so mal auf der linken Seite schaut. Also der ist gar nicht mal so verkehrt. Auch mit dem, was er drauf hat. Jetzt sag mal die letzte Seite, danke. Planet Crusher. Halt, Vanish Gauge. Restores all Vanish Gauge bei 100%. Bei der Main Ability einfach mal Piccolo. Wir haben ja damals den Saiyajin Saga Piccolo bekommen. Mit dieser Fähigkeit. Jetzt auch hier der Broly. Alter, mit Crit auch nochmal. Mit Heal, Ki. Brutal. Nach 25 Zeiteinheiten. Und dann seid ihr einfach nochmal, egal wer reinkommt, einfach mal Immortal fast. Weil es juckt euch gar nicht, wer kommt. Aber jetzt bitte nicht Vegeta und Goku mit dem Lila-Attribut. Das wäre wirklich billig. Also muss ich, also ist auch so geil wie es ist mit der Fusion und so weiter. Das wäre echt billig. Einfach Copy-Paste mit einer Ergänzung noch dazu. Auf die heutige Meta angepasst, plus was Neues. Ja, Gameplay-Trailer. Alles klar. Kein Ding. New Fighter und Legends. Wir wissen Bescheid. Zum vierten Mal heute. Ja, ist neuer. Weiß nicht, was ich von dem Key-Orb halten sollte. Der sah ein bisschen unfresh aus. Jetzt hier wieder ein bisschen Musik. Okay. I'm cutting loose. Mhm. Erstmal Goku. Ist erstmal am Fetzen. Jetzt kommt Vegeta. Okay. Hat aber den Gegner nicht weggeschleudert, oder? Habe ich mich gerade verschaut. Ich weiß es nicht. Jetzt hier, blaue Karte. Ist auch ein... Einfach Gallagher und Kamehameha, ne? Er zerstört die... Oh! Einfach die Ausrüstung von Vegeta zerstört. Die Fusion. Now Sour Turn. Ist keine neue Animation beim Fernangriff. Ich verstehe es nicht. Was ist das? Zum Glück erklären die das nochmal, was die jetzt für eine Fähigkeit hat. Der eine hat beim Rising Rush, der hat jetzt hier einen Konter gegen irgendwas. Gegen die Ulti. Ja, ich mach mal ein bisschen aus. La 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 la. Musik. Kamehameha. Ins Auge. Macht. Er macht Auge. Und bam. Ich fühle mich so ausgepowert gerade. Ich habe nicht damit gerechnet, dass sowas kommt. Later! Legends Limited, Super Saiyan God Super Saiyan Goku and Vegeta is a melee type with element yellow. This character Z Ability 3 will buff allies that are tagged Fusion Warrior, tagged Saiyan or episode of okay. Also habt ihr beide neuen Charaktere in einem Team. GG. Und er ist gelb. Gelb. Er ist gelb.
Ich meine, für Senkai-Buffs, die auf die Bank pauen könnt, nicht schlecht. Regarding offense, Goku and Vegeta has an attack type unique gauge that will increase whenever this character uses strike, blast or special move arts. When it's full, you will recover ki and draw one arts card if you have three or fewer cards. What's more, when the gauge is full and you use a strike, blast or special move arts, it will reset at zero and you'll get a huge boost to damage inflicted and gain a Dragon Ball. It's a simple ability, but being able to charge and then use the gauge to get a boost to damage inflicted just by using... Die haben zusätzlich ein Unique Gauge zu dem Fusion Gauge. Moving on to the switch ability effects, tag switching, wow, recover key, draw a new card if you have three or fewer, and nullify the enemy special cover changes. Das Switch Gauge, special move arts will charge the switch gauge considerably. This character also has defensive abilities that will help you when you're in a jam. If you receive an attack that reduces your health down to 50% or lower, you'll nullify own unfavorable element factors for damage received and reduce the enemy's ki a ton. Additionally, when you return to standby with 50% health or lower, you will recover a lot of health and charge the Synchro Gauge by quite a bit. Die Synchro Gauge, ne? 50, einfach 50% dann voll. Get a huge boost to your Synchro Gauge. Then use that opportunity to fuse and aim to turn the tide of battle. Und dann heilt er sich wahrscheinlich noch, ne, oder? Let's take a look at the post-fusion abilities. Auch geiles Artwork. So beieinander sieht das auch geil aus, Gogeta und Vegeto. Hä? With Assault Chain, when you chain a strike arts after a strike or blast arts, your opponent's special cover changes and even their counter and evade actions that activate while receiving attacks will be nullified. Was? Chained strike cards can ignore counters from the likes of Ultra. Ui, Goku! Auf Wiedersehen! Super Saiyan 2 Goku. Der kontert! Der ignoriert das! Jetzt. Oh, Gohan auch! Oh nein! So, does it make sense now? Gogeta has the ability to change blast arts in your hand into strike arts. Oh my goodness! That means you can score some real damage by using das Goodbye, Gohan und Ui Gokus. Gogeta gets a number of boosts compared to pre-fusion. For defense, upon entering the battlefield, you'll destroy all blast art cards in your enemy's hands. Okay. This will be great for stopping combos from ranged attackers. Plus, Gogeta will nullify your opponent's wide-range special arts cards. This is a powerful ability that Son Gohan Beast from last year's Legends Festival also has. Ja, das ist ekelhaft. Let's talk about the main ability. When using the main ability, heilt sich Unique Gauge einfach 100%, Vengeance Gauge 100%, alle Karten des Gegners futsch. Oh, wow. Und das ist Spaß, auch wenn er nur 7 Seiten hier hat. Jetzt wisst ihr, warum das 50 Minuten geht, wie viele Informationen wir bekommen. Wir sind noch nicht durch. Wie lange noch? 9 Minuten. Weniger. We think you'll get addicted to the firepower from its assault chain, so please give it a try. The strike arts that you chain together can't be stopped by your opponent, which is just like the scene where Gogeta furiously beats down Broly. Yeah. Being able to keep up a combo of chained arts without worrying about counters or special cover changes. Es ist so ridiculo. This new feature is quite powerful, so you'll want to experience it firsthand. The characters that were shown off today, Sparking East Blazing Azure Combination, Legends Limited Vegeta and Goku, as well as Sparking Broly Fury and Legends Limited Super Saiyan God Super Saiyan Goku and Vegeta, need to be obtained through different summons, which in this case are double step up summons. Huh? You can get a bunch of Chrono Crystals during the double step. Also ja, wegen Double Zipper oder was? Try and acquire your favorite characters. Following the end of the program, details on the new character's abilities will be posted on the site listed in the description. Okay. So make sure to check it out. Ja, cool. In addition to these new characters, the main theme to the Dragon Ball Super Broly movie, Blizzard, will be available in-game for a limited time. It will play during battles and in various other places, so please enjoy it along with We Gotta Power. We Gotta Power! New character info, but we still have other things to share. Es geht aber weiter. Thanks for 6 years.
Sage ich ja, sieht geil aus nebeneinander. Die Charaktere strong von dem Artwork. Das harmoniert so gut. Ja, annehmen. Annehmen. Next up. Nonstop Anniversary Raid. There will be a non-stop anniversary raid this year too. Mm. Last year, there were 7 raids held over the course of the anniversary period, but how many can we expect this year? Well, we plan to hold a total of 7 raids again this year. There will be 700 chrono crystals available from each for a grand total of 4,900 chrono crystals. Whoa, we come so easy auf 10k CC this anniversary. A certain number of times will also reward so easy. Macht es einfach alles und dann bekommt ihr so easy. Einerseits die 4K, dann die 4,9. Sind wir schon bei 8,9. Und dann immer zwischendurch noch durch Tournament of Power und PvP und so weiter. EZ. The true experience. Alles klar. That you can clear each day to earn challenge medals. Those medals can then be used to exchange for these items. Legends Limited guaranteed summon tickets have even been added as a special reward from missions this time. The extra hard. Da steht Legends Limited, aber ich werde auf jeden Fall nicht die neuen Charaktere damit ziehen können. If you think you've got what it takes, oder? This is your chance to show your stuff and aim to clear them all. Das wird zu heftig. Now for this event. Celebrate 6 years Choice Battle. Choice Battle is getting the 6th anniversary version. This time, in addition to items, number 1 Vegeta. Das der Broly. Ja, das ist ein bisschen, I don't know. Der Tapion könnte interessant sein. Das ist der mit Hildegard. Equipment? Was? Wo ist der Senka-Charakter, der jetzt neu ist? Gibt den neuen Charakteren einfach nochmal ein Platin-Equip. Why not? Potara und Fusion, okay. Und dann nochmal für beide. Durch das Co-op. Held later, okay. Ist später verfügbar. Haltet euch zurück. Beruhigen Sie sich. Aber trotzdem, hier direkt Platin-Equips rauszuhauen, ist schon strong. Um die Charaktere noch ridiculer zu machen, als sie sind. Okay. And we have one more surprise today. Take a look at this. Hä? Oh mein Gott, Broly Senkai! Das wird big. Ich hoffe es. Ja, der ist so, Junge, das ist so ein Schreihals und das ist so ein geiler Charakter gewesen. Mit Gogeta und das hier ist jetzt endlich mal seine Zeit zu scheinen. Alter, Er kriegt einfach einen Senkai. Yeah! Oh, yes, baby! Element Blue. Sagas from the movies. 2020, 4 Jahre fast. Lange Zeit. Episode Sagas from the Movies. Yeah. It pairs well with characters like Ultra Super Janemba, yeah. Ultra Super Gogeta, as yeah. Well as yeah. Und nochmal ja. So, do give those combinations a try. To take a quick look at the new abilities added. New abilities. Damage reduction, okay. Damage received and additional recovery abilities. What's more, performing various actions in battle will recover ki, making it easier to continue combos. Activates once. The tremendous firepower you can build up, and that aspect has only gotten stronger. This character's firepower in the endgame is a sight to see. Ja, ein bisschen sehr mau zusammengefasst, aber okay. And missions, so use this opportunity for Zenkai Awakening. Finally, werden wir machen. Take a look at the social media campaigns. Ah, okay.
We're giving out social media icons and smartphone wallpapers featuring some of the characters we revealed today. It's so hard to decide which design to use. The icons and wallpapers will be made available on our official social media after this broadcast, so be sure to check it out. Next up is this. After today's new characters arrive, we will be holding a share campaign for their trailers on our official social media. Annehmen. If we reach a certain number of likes, shares and reposts, everyone will get an amazing present. Just remember that the posts to like and share are the ones that feature the new characters we introduced today. Yep. The new character trailers we revealed are really cool, so we'd love it if all of our followers spread it around. And next is this. Original Emoji comes to our X. Alles klar. Nutzt es, wisst ihr Bescheid. Oh mein Gott, es hört einfach nicht auf. Es ist so ein langes Video und ich bin echt fertig gemacht worden. Kann ich nicht anders so beschreiben. Ja, das reicht doch. Nichts mehr hinterher. Dankeschön. Bye, guys, und finish it. Alter, ist das viel. Right. Since this is a once a year event, we wanted to show our thanks to everyone enjoying Legends by preparing a bunch of things. Ja. This time, we're also giving out an item pack on your first login that includes great items like multi-Z power, energy, and slot removers. Dankeschön. Please accept it all and use it well. Danke, danke. Enjoy the 6th anniversary campaign to the fullest. Thank you so much for watching until the very end. The 6th anniversary campaign starts soon, so have fun. Have fun. Bye, bye everyone. Toshi und Yuka, Alter, meine Herren. Leute, ich glaube, das Video ist lang genug, ne? Ich will mal nicht hoffen, dass wir auf eine Stunde kommen, aber ich habe auch nichts zu sagen. Ich bin selber gerade innerlich zerrissen. Team Gogeta oder Team Vegeto? Für wen gehe ich als nächstes? I don't know. Ich bin sprachlos. Ich bin echt sprachlos. Deswegen, schreibt mir gerne in die Kommentare, was würdet ihr bevorzugen, ein Gogeta oder ein Vegeto? Schreibt es mir gerne rein, für wen ihr gehen würdet. Ich habe überraschenderweise es heute Zeit gefunden und ich bin echt unentschlossen, für wen ich reingehen werde, aber ich werde jetzt hier nach dem Anschluss, da die Charaktere schon online sind, meine Summon-Videos aufnehmen. Deswegen bleibt gespannt. Ich werde die wahrscheinlich das eine Video zumindest schon mal am Sonntag raushauen, also morgen. Und damit ihr dann erstmal heute schön euch darauf freuen könnt, würde es mich freuen, wenn ihr dem Video erstmal ein Like da lasst, wenn es euch gefallen hat. Und dann, wenn ihr das nächste Video auch nicht verpassen wollt, lasst dem Kanal auch gerne ein Abo da, damit ihr die Summon-Videos nicht verpasst. Deswegen, freut euch drauf. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von den Charakteren und den Bannern und dem ganzen Jubiläum im Allgemeinen haltet. Ich wünsche euch noch an der Stelle nochmal ein schönes 6. Jubiläum. Alles Glück der Welt und dann hören und sehen wir uns in den Summon-Videos wieder. Also haut rein, bis dann und ciao.